Ich bin Christopher, Volontär in der Domitio, 20 Jahre alt, gerade nach dem Abitur und verbringe jetzt hier ein halbes freies soziales Jahr in Jerusalem. Das war ganz einfach. Ich wurde eine Stunde vorher angesprochen, ob ich gerne eine Fürbitte auf Polnisch lesen möchte, der Sprache meiner Eltern. Und da habe ich sicherlich natürlich zugesagt. Es war schon was Besonderes. Ich war allerdings natürlich auch nur ein Teil des Ganzen, wo sich die verschiedenen Konfessionen jetzt vorstellen, zeigen, was ihre Elemente sind der Liturgie, zeigen sich allerdings auch anpassen an die anderen. Und da war ich einfach ein Teil, der dazu zu dem Gebet beigetragen hat mit dieser Fürbitte und für natürlich explizit für diejenigen, die auch polnischsprachig sind. Und ja, die haben sich ganz besonders dadurch angesprochen. Das hat mich sicher natürlich sehr gefreut. Ja, es ist was ganz Besonderes. Also das, was man hier in Jerusalem erlebt, dass halt so viele Konfessionen auf einem Haufen zusammen leben und zusammen ja auch die Feste feiern im Großen, ist ja schon eine Einmaligkeit. Und in dieser Woche stellt sich jeder vor. In dieser Woche kommen alle zusammen zu den verschiedenen Kirchen und feiern gemeinsam Gottesdienst. Und da ist Christus im Vordergrund und da werden dieser Zwist, diese oftmals auch liturgischen Kleinigkeiten werden da beiseite gelegt und es wird gemeinsam gebetet. Und das ist schon etwas sehr, sehr Wichtiges. Und jeder bringt da so einen gewissen, ja, was Eigenes mit rein, wie ich schon gesagt habe. Und das macht es halt sehr, sehr schön. Dann war es zum Beispiel die Anglikaner mit ihrer anglikanischen Art halt, ne, die Messe zu zelebrieren. Also sehr, ja, sehr, sehr, sehr kraftvoll. Ne, mit ihrem Stil. Die Armenier haben diesen orthodoxen Gesang einer Vesper vorgesungen und ja, Einblick in ihr Leben gegeben.